Boah, keine Lags. Ey, voll auf, geil hier auf ist alles Lags, leer. oder? Alles leer und kein Lag. Komm nicht drauf. Ich ja, auch, die haben die Leute, die haben wahrscheinlich die Warteschlange hochgesetzt, dass nicht so viele Leute auf nichts hin raufkommen. Das ist ja, nicht im Abkommen. Ich bin nicht mehr in der Ream-List. Doch, geh mal nach unten, das geht bei dir, du hast ja nur keinen Char, musst du mal unten gucken. Geh mal runter. Danke. Jetzt komm ich. Hier ist gerade alles leer bei uns. Ich bin online. Aber jetzt kommen immer wieder mehr und jetzt fangen wir mit den Lecker. Scheiße, wieso komme ich denn jetzt nicht mehr raus? Auf meinem Bildschirm waren gerade ganz viele komische Viecher. Jetzt müssen wir wieder weg. Bei mir erscheinen auf einmal 100 Horde. Fenster. Also was werden wahrscheinlich voreinander. Die Viecher gewesen sein, die auf deinen Haaren gekrochen sind. Nee. Ich mag Dark Paladin. Dark Paladin ist jetzt hier getötet. Das ist mal auf 20 Minuten. Oh, jetzt ist der Gang. Jetzt ist offen. Paladin has rung the Scarab Gong. The ancient gates of Ankirai open, revealing the horrors of forgotten war. Ja, stand bei mir gerade auf. Und bei mir ist der Server gecrashed, toll. Ja, einmischen bezahlt. Yo. Jetzt schnell gedrückt, jetzt die Zigeuner. Tor geht auf. Jetzt schnell. Ah, das ist ein bisschen dieser. Boah. Oh. Ich höre was ist das? Hört ihr dieses Brüllen? Boah, voll den Nass. Was geht denn hier los? Ich sehe das wollte der Talk, Alex. Ich würde ja auch gerne was mitbekommen, aber es geht irgendwie nicht. Schießer Typ Revention hier rum. Zu geil. Schau mal vor, Ankirai, hey, wie viele fette, riesen, kolossale Kriegsherren sind. Das gibt's ja gar nicht. So, bei mir jetzt ist gerade noch mitten im Ladeschirm. Bei mir auch. Oh, wie übel. Die sind scheiße. Bleib nicht aufs Maul. Leute, wir werden Handy down bekommen, gar nicht. Das ist absolut sinnlos. Flüchtet rein. Das sind 10.000 Typen. Wir gehen um ins Vor allem, ja. Sieht aus, als wenn die sich nicht bewegen würden, aber die bewegen sich ja. Ey, da läuft doch noch so ein kleines Viech rum. Oh, ist ja bei dir geöffnet. Ist links oder rechts? Drassi, ich bin Lira oder bist du schon online, sonst renne ich jetzt da in die Instanz rein. Oder sollen wir erwarten, weil, jetzt schlachten sie mich auch ab. Ey, also bei mir laufen die Mobs, ich weiß nicht, was ihr habt. Leute, so bitte, also es muss einer, der weit vorne ist, muss der Leader sein und als Erster reingehen. Ich hab mir Heldi, wenn Heldi eine gute Verbindung hat, gibt Heldi jeder. Versucht in die 40er zu laufen, Leute. Einfach durchwerden. Das ist die große. Also ich bin drin. Ich bin jetzt. Die 40er ist die kurz zu, dann kann ich es vielleicht sagen. Die 40er ist die, wenn ihr geradeaus weiterlauft. Wenn ihr nach rechts lauft, da ist die 20er. Ich bin jetzt in der 40er drin dann. Jo, ich auch. Oder? Ich bin auch in der 40er reingehen, bin aber halt nicht in der richtigen Gruppe. So, ich bin auch in der 40er. Ich bin auch in der 40er. Die 40er, das können wir noch gar nicht machen. Wer labert denn, dass du die 40er nicht mal oben rein? Jetzt bin ich in die 20er rein, ihr clever. Ja, ich auch. Ja, dann gehst du halt raus, ja, ich auch. Ja, jetzt hängen wir einfach eine halbe Stunde an. Oh, ja, man reinkommt direkt hier 61 Elite-Viecher. Macht WoW zu und geht dann wieder rein. Das hat bei mir jetzt auch funktioniert. Um diese Verbindung Leute, sein. Ich muss ganz echt sagen, das Event war ja voll für den Arsch. Oder? Das ist ein Anti-Event. Ich denke von dem Scheiß-Dreck-Event. Leute, ich bin rechts auf reinlaufen. Rechts in die Instanz. Jetzt von der Sonnenschicht. Also ich bin jetzt im Tempel von Anti-Event. Laufen auch rein. OMG. Ich sehe da einen kolossaler Kriegssetzer, der Anubis hat. Also passt mal auf, von der zweiten Gruppe ist noch keiner in der 20er Instanz, oder? Doch, ich bin nämlich hier irgendwie alleine. Ja, also in der 20er ist keine Sau. Eine Frage. Die Ruinen von Ankirai, die 40, wie kann man unterscheiden, ob das die 40er oder die 20er Instanz ist? Die geradeaus.
ist die 20er. Da, wo links gleich das Tor kommt, das ist die 20er. Sollen wir schon rein oder warten davor? Und da, wo die großen Kolosse stehen, rein. Die 40er, das ist die 40er. Ruhe, welche ist die 40er, die rechts, gell? Ja, okay. Da, wo die Kolosse stehen. Okay, rechts hoch, da geht die Tore durch. Einfach rein, ja, das könnt ihr morgen holen. Einfach so rein jetzt. Versucht hier durch. Oh nein, ich hab mehr Pinnachspuren drauf. Voll. Ihr würdet mich pwnen. Lol, Nepp. Lol. Jetzt alles voller Gichter. Ja. Das war Nepp. Ja, so ein Nepp. Das war ein Ding. Das ist mit der Wartung. Hab ich doch. Auch nicht. Juhu. Geht auch nicht. Ja, POW komplett beendet und will jetzt wieder rauf, passiert gar nichts. Geht das hier? Kann man hier... Nee. Also, oder doch? Ist jetzt schon jemand in der 40er drin? Wir sind schon viele sind in der 40er. Und die 40er... Nichts pullen, nichts pullen. Geht zurück, Leute, zurück. Nichts pullen, bitte. Geiler Lade. Wo ist der Leck drin? Gar keine. Ich bin wieder raus, ich darf jetzt schon wegfallen hier. Null Deck habe ich im Moment noch. Geil, was war das da? Boah. Ey, das ist schon das Kommen wohl. Ja, voll. Ich brauche den Regenspasti. Aber was ist das? Oh, cool. Obsidian. Schön, ihr Lange. Oh, okay, Leute. Entweder ihr kommt jetzt runter oder ich moderate den Channel. Die Gruppenaufteilung ist scheiße. Ja, ist es mir auch klar. Lassen wir doch erstmal uns hier zur Luft fassen. Lol, hat mich einfach gebohnt, ey. Xadium, kannst du mir Lieder geben? Jo, ich versuch's grad. Aber ich leck hier nur rum. Linde? Trade mal mit mir. Nein, ihr leckt gar nicht. Voll geil. Kommt sofort. Ich habe keine Kassverzögerung, ich habe gar nichts. Hier leckt es auch nicht. In der Distanz ist einwandfrei. Ja, noch. Pass auf, wenn alle rein. Ach du Kacke, was geht hier ab? Wo war nochmal das 40er? Auf rechten Seiten, die Treppen immer weiter hoch. Komm, geh mal rein. Was labert der denn bitte? Bitte den nicht adden, ich wiederhole, ich möchte den nicht geaddet haben. Wartet bitte, ich mache die Teams. Ihr könnt auch schon anfangen, Wasser und sonstiges zu verteilen und euch bereit zu machen einfach. Also, was sollen wir denn jetzt machen hier, Joss? Wie viel seid ihr denn? 8. Okay, ihr geht rüber in die Ihr seid ja nicht mehr genug, ihr macht einfach die 20. Das läuft alles auf selbe DKP. Ja, ja, aber ich bin der Einzige mit Epix, wenn man das mal so sagen darf. Dann übt ihr drüben. Ja, wir sind 8 Leute und jetzt, wir werden sowieso bei den ersten 2 Mobs wipen. Nee, werdet ihr nicht. Ich hab die schon zu 5 geschafft. Auf dem Testserver. Ja, ich merke das schon. Wir haben auch schon zu 5 gemacht, ja. Das ist kein Witz, ehrlich. Du schaffst die ersten Mobs. Mit 8 Leuten schaffst du es locker. Du kannst vor allem, du kannst die ohne, genau, mit Pickups, ohne TS. Du kannst dir ruhig, die 20er könnt ihr euch ein bisschen angucken jetzt. Okay. Da kommt mal also rein. Mit 8 Leuten kommt du bis zum ersten Boss. Die bitte bei Lündes, bei Yalan im Team sind, bitte auch in einen anderen Channel gehen. Wir sind ja die 8, das ist das Problem. Morian ist offline, Celebrian ist offline, keine Ahnung, ob die jetzt im Tiefspiel sind, ob die wiederkommen. Ich kann mich wieder. Nicht bewegen. Einfach warten. Okay, jetzt lasst mich bitte die Teams machen. Ich packe jetzt absichtlich okay, einen Jäger. Wo ist jetzt die 40er Instanz? Ich muss mich wieder auf rechts hoch. Durch die Tore und dann rechts hoch. Und immer weiter die Treppen hoch. Bitte etwas leiser, wenn ihr was sagen wollt, schreibt so einfach. Das hat sich nicht. Ich hab überhaupt nicht gesprochen die ganze Zeit.
Oh, nice. Krass, schon die ersten Jobs, ey. Nee, nee, ist eine Questbelohnung von dem Scepter Quest. Das hat jetzt so ein Dark Paladin. Mit dem Ding hat die Horde angreift. Wir haben doch nur gewartet, damit Dark Paladin den Gong klickt und damit sie danach zersetzen. Das schwarze Ding kannst du übrigens auch außerhalb der Instanz benutzen. Okay, ich habe jetzt bewusst die Teams so gemacht. Ihr müsst bitte auf eure Teams achten. Ich möchte, dass ihr jetzt bitte alle kurz zuhört. Miranda hat sich ein wenig erkundigt, aber vielleicht möchte Miranda selber was dazu sagen. Ja, was soll ich hier sagen? Ich glaube, es ist besser, wenn ich den Boss erkläre, bevor wir dort sind, oder? Okay. Also jetzt schon. Nur eine Frage, vielleicht weißt du hier schon was dazu. Weißt du auch was über die Trash-Mobs hier? Ja, die sind alle easy. Die Trash-Mobs da, weiß ich nur, schaffen 5 Leute alleine, die was da jetzt kommen. Habe ich auch ein Video von. Okay. Dann zieht euch bitte mal los. Du warst, bleiben die Gruppen jetzt so? Ja, die Gruppen bleiben so, wie sie sind. Boah, Linie Leichen, ey. Leckten wir mal. Ich in aller Ruhe, wir beeilen uns jetzt nicht oder sonstiges. Ihr zieht euch erst alle an und bafft euch durch und macht euch ready. Jalane, macht bitte einen Screenshot von den Leuten, die bei dir dabei sind, okay? Der ist wahrscheinlich im anderen Channel. Ich geh mal im Rüber, sag Bescheid. Ich muss mich noch umziehen. Wir warten noch, bis ihr alle drin seid, ist klar. Link gleich drin. Ja. Nichts im Allgemeinen. Die gehörigen Regelungen, die wir haben, zählen auch hier. Ja, was ist halt im Allgemeinen. Ja. Was vorher war, ist scheißegal. Also wenn ich reinkomme, brauche ich einen Rapport. Ja, bitte lass mich umziehen erstmal. Laber das schon. Ah ja, Laber. Ja, das die Musik hier ist sehr cool. Die ist so entspannend. Habe ich noch gar nicht gehört, warte, ich mach die mal an. Ja, Lavrin. Hört sich ein bisschen an den alten schlechter Archäologen-Film. Das war kein Charakter. Voll leckfrei. Schön. Ich finde den spannend. Hört sich an wie Jurassic Park Musik. Leute, was haltet ihr davon, wenn wir mal loslegen? Ja. Nicht über die Musik reden. Ja, den ersten Pulter, den kann man eigentlich nur umjubeln. Der macht nichts wirklich Besonderes, soweit ich weiß. Ja, Polizei, der dran. Warte, ja, die kommen irgendwann rein. Jetzt dreht er mal die Musik auf. Okay, wer hat die Palabach-Zuteilung gemacht? SDK fehlt bei uns nach wie vor. Ja, warte. Wer ist, ganz kurz, wer ist noch nicht in der Instanz, bitte plus schreiben. Ich. Okay, ich stehe 20er schreibt Cortex, bitte ist recht. Links. Okay. Ich habe zwar keinen Plan hier, wie das, was der macht oder sonstiges, ich tanke ihn einfach hier links an dieser Wand, falls er kickt oder sowas. Der Rest ist eigentlich, denke ich mal, relativ klar bei diesem ersten scheiß Trash-Mob. Den machen wir jetzt auch gleich mal, wenn er dann kommt. Aber wenn er ganz vorne ist, bitte Heldi, okay? Meinst du, also, der Typen, denn, kann man schließen oder was? Keine Ahnung. Das geht los, aber, okay? Nee, kannst du nicht. Was?
der zieht sich Mana von den Leuten. Geht mal auf Distanz, geht mal auf Distanz. Ich glaube, der zieht die aus der Nähe, oder kann das sein? Ja, aus der Nähe. Warte mal, der zieht sich nur Mana, wenn man auf dem drauf... Warte doch mal, hey, der Himmel. Kann ich reinkommen oder will ich? Der zieht sich nur Mana, wenn ein Caster draufschlägt. Nicht, keine Spells auf den Casten. Keine Spells, ihr habt gehört. Keine Magie. Keine Magie auf dem. Okay, Leute, super gemacht. Das ist ein Einfach. Den jucken wir einfach so weg. Das war übrigens gerade ein Zitat. Ich aufhöre zu brabbeln, Moderator. Ich mein's ernst. Ich glaube, das mit dem Fernkampf war richtig. Ich habe ja keinen Cast gemacht und ich bin auch gestorben. Ich habe auch nichts gemacht und bin gestorben. Ja, ihr staubt ja, aber sobald er volles Mana hat, hört mal zu. Sobald er volles Mana hat, macht er seine Druckwelle. Dann ist egal, ob er gecastet hat. Aber der kriegt nur Mana, wenn er ein Spell drauf castet. Also, keine Spell. Der hat von mir kein Mana abgezogen, solange ich nicht geschossen habe. Ich hoffe, das habe ich richtig gesehen. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, das war's. Okay, also deswegen wir zum Thema, den jucken wir schnell um. Ist okay, dadurch sind wir jetzt wach geworden, damit ihr mal seht, dass hier ein anderer Wind weht. Darf man sagen? Will hat der Mana gezogen, auch wenn man kein Spell auf den gecastet hat. Also, gut. Also ich habe nur geheilt und er hat von mir nichts gedrained. Ja, okay, dann einfach nur machen die Cast halt mal keinen Schaden. Probieren wir das. Ja, sollen wir nicht den Mob einfach das Mana trainen? Nein. Ihr macht einfach keinen Cast Damage, nur Physical Damage. Der hat am Anfang 0 Mana, wenn er herkommt. 0. Und der hitscht sich voll und wenn er voll ist, macht er den Donner und ist ein Altrutt. Genau. Heilen darf man schon oder nicht? Von dir hat er gedrained und du hast nur geheilt. Kann nicht sein. Dann stelle ich sie einfach ganz weit weg, auf dem Max-Range. Denke ich mal, macht er nichts. Ja, hat bei euch auch einer gedrained? Keine Spells casten und sobald der Mana drauf hat, muss Viper String drauf und es muss von den Warlocks und wenn es nötig ist, von den Priestern Mana sofort gesaugt werden. Keine Fernkämpfer machen Damage auf ihn. Okay, ersten Mob haben wir gelernt, Obsidian Vernichter. Jetzt versuchen wir das theoretisch in die Praxis umzusetzen. Ja, ist die Frage, ob Mana Brand überhaupt funktioniert, weil das macht ja auch wieder Schaden. Dann lassen wir das mit dem Mana Brand. Schau mal, wenn nur Klassen angreifen, die keinen Mana haben, ob sich dann Mana zieht, das sehen wir jetzt ja gleich. Warte, ich sag's euch. Obsidian Vernichters Druckwelle trifft euch für 7500 Naturschaden. Ihr sterbt. Super. Wo ist die Musik? Ich kann's überleben, ja. Ja, aber der trifft uns ja alle. Also es bringt nichts, wenn wir es überleben. Weil wir alle sterben. Nein, der darf keinen Max Mana kriegen, ganz einfach. Aber bitte der macht ja nicht viel Damage, genau, stimmt schon. Der macht ja bloß 600-700 macht er bei mir, das ist ja lächerlich. Ist doch schön, Leute, endlich mal bei den ersten Mobs biken, ist doch... sowas gefällt mir. Ich finde sowas schön. Lass mal vom Krieger pullen. Ja, mache ich auch gleich. Jetzt warte kurz bitte und erstmal alle durchpacken. Komm, oh, was wir heute lernen und weiter brauchen wir morgen nicht mehr lernen. Ich sehe einen Boss. Der Prophet.
Skeram? Skeram? Gut, oh, oh, Gedanken. Fettes Ding. Sieht aus wie so ein... Naja. Wenn ich richtig gehört habe, spaltet der sich in drei Bosse auf. Und die zerfetzen einen ganz schön heftig. Gut, können wir erstmal den Mob hier machen? Guck mal bitte auf Dotbot einfach. Da steht eine Beschreibung zu dem Mob. Druiden sollen in Cut oder Wehrform kämpfen. Kannst du auch nicht anfangen, wenn ich keine Buffs kriege. Caster sollen auf Max Range stehen. Also dürfen wir Damage alles, machen? Alles, was Mana drainen kann, soll Mana drainen. Alles. Ach, Druiden in Tiergestalt. Das war die andere Gruppe, Karl. Ich hab dich geswitcht. Sobald das Mana voll ist, wipen wir. Danke sehr. Ja, das jetzt geht dir weg. Ich werde ihn beim nächsten Mal, wenn er kommt, werde ich ihn pullen. Lars, tust du bitte deinen Wichtel raus. Aber er ist in der SDK drauf, weißt du was? Ja, ja, habt ihr das gehört? Ich auch gerne. Und Caster ganz hinten stehen, alle. Alles, was Mana drain kann, immer Mana drain drauf. Lars, danke. Okay, ich habe 7800 HP, das sollte ja wohl reichen. Also bitte auf Distanz, ich werde ihn hier vorne dann tanken. Die Druckwelle macht noch etwas 9000 Schaden. Da reichen ja auch deine 8000 nicht. 7,5 hat sie bei mir gemacht. Ohne Widerstand. Weil 7,5 hat es. Kannst du Aura anmachen, Sai? Bringt ja nicht. Wir kriegen ja keinen Schaden von dem. Wir kriegen erst den Schaden, wenn das Mana voll ist. Und dann sind wir sowieso tot. Ja, aber hast du irgendeine Arm bei dir? Druiden bitte, ja. STM bitte. Anstatt SBW. Du bist ja nur in den Gruppen, in der Gruppe 2, weil du die Aura geben sollst. Genauso für die anderen Jäger. Ja, die bringt aber ja, hier nicht gerne die Aura. Ja. Cluster kann ich aber nicht auf Max Range stehen, der geht nur 30 Meter. Die Aura bringt doch eh nichts, weil er doch keinen Naturschaden macht erstmal, oder nicht? Außer die Explosion. Sorry Leute, ich muss hier erst die Distanzen aufchecken, wie weit ich gehen darf und wie weit nicht. War einfach Bogenschuss. Ja, habe ich probiert, aber der war ein bisschen zu weit weg. Ich habe hier noch kein Gefühl in der Instanz. Ja, die Stimmen machen mir Angst die ganze Zeit. Kann man mit der Wand drauf schießen? Ne, lass es mal ganz. Okay, da ist er. Nicht so lange ran. Der hat Mana, der hat Mana, der hat Mana, er hat Mana. Stopp. Er hat viel Mana. Er hat viel Mana. Morlock, ist eine komplette Explosion. Trainen, Schild, gebrochen. Agro gebrochen, nice. Die Jäger, wenn sie schießen, schießt er auf Mana, habe ich gerade gesehen. Der hat gleich wieder volles Mana. Mana, Mana, ja, voll. Ja, voll. Nur Melee Damage. Die Magier gehen am besten so lange aus der Instanz raus, das heißt kein Sinn. Darf man aus der Instanz raus? Er geht out of range. Geht out of range. Er ist wieder voll. Man kann nicht out of range gehen. Ich stand ganz rechts in der Ecke, der hat Mana von mir gedrained. Doch, ich weiß. Der kann nicht wechseln. Der zieht sich die ganze Zeit Mana. Ich weiß nicht warum. Wir müssen aber schneller Mana ziehen, als er regeneriert. Das geht schon. Aber das macht halt keiner. Gut, sind doch alle tot. Ja. Also stellt auf Mana, all my Mana draining classes should drain Mana. Ihr sollt alle, Priester, alle Mana saugen. Ich bin aus der Instanz gekickt worden. These mobs are similar to molten giants. There are four of them linked in a pack. They hit a bit harder than giants and also do thunderclap and cleave. Not complicated at all. Hits for 600 till 800 in a tank. And have an AOE that ticks 220 every second. Irgendein Feldbuff hat auch noch mit Lightning Shield. Entschuldigung, ihr wollt ja nicht mein scheiß Englisch hier hören. Und das ist bestellbar. Okay. Leute, zur Information. Leute, sagt mal zur Information. Das sind zweimal dieselbe Typen, wo wir ja schon gelegt haben für die Quest mit der Naturwesen. Nein. Okay, wir machen jetzt Zielzuweisung. Jetzt mit halt. Ja, Leute. Ich geb mal, Heli hat schon, ne?
Gut, bitte 4 Maintain-Target-Fensters. Ariadras, Tyralan und Darkdras werden tanken. Hector und Miranda haltet euch bereit, falls einer von euch abnippeln sollte. Sollte aber nicht der Fall sein. Wir positionieren uns einfach hier in einem schönen Kreis. Mit bisschen Abstand voneinander. Also wirklich, dass wir schön Abstand voneinander haben, damit der Cleave uns nicht doppelt und dreifach trifft. Wird einzelner immer rausgefokust und zerstört. Am besten möchte ich noch dazu, dass ein Priester sich nur um das Dispellen des Naturschildes kümmert. Das macht Avi. Avi, dein Job ist immer, und Omilux, du machst auf alle immer Detect Magic, das ist dein Job. Und wenn das drauf ist, wird es dispellt. Okay, alles klar. Meine Frage jetzt ist, würde ich einmal durch. Für die Jäger, ich würde jetzt Aspekt der Wildnis anmachen. Also ich switche die ganzen 4 Ziele immer weiter durch und gucke. Genau. Wollen wir irgendeine Position festlegen, wo sie die Tanks hinstellen sollen? Ich hätte gern Position, der Reit steht an der Wand. Lieber ein bisschen langsamer, Leute, wir haben jetzt hier kein Rennen, das ist uns egal. Ich werde meinen hier tanken, wo ich gerade stehe, circa. Ihr geht also schön auf Distanz. Tu mal Tyrandios raus und tu hier raus für die Gruppe. Ich bin noch hielbar, also für einen Tick weiter vorne. Also den Priester in Tyrandios seine Gruppe tun raus. Wieso? Tyrandios ist doch da. Er ist immer... Nee, jetzt ist doch hier. Der Savary. Ich habe ihn schon zweimal wieder belebt und er steht nicht auf, also ist er nicht da. Ist er halt AFK, können wir sicher auch ohne ihn jetzt weitermachen. 100 Reputation für einen Mob haben wir gekriegt, gell? Ja, das müssen wir schaffen jetzt. Das geht aber nicht neutral so. Du brauchst dann nur 36.000. Kümmern wir uns nicht gut. Okay, Ruhe jetzt. Also ihr seht, ich tanke hier. Tyralan dort, Darkwraf dort und Daria ein bisschen weiter rechts noch. Ich bin hier ein bisschen weiter vorne, so. Hier, genau, geh du weg von mir. So, passt. So dürft es passen, okay? Jeder hat sein Ziel. Die 4 Hunter bitte jeweils einzelnen pullen, damit wir sie nehmen können. Jeder Hunter pullt einen zu einem. Kommen die zu viert? Ja, die kommen zu viert, die sind gelingt. Gut, ich pull meinen Tyralan, den ganz links. Okay? Okay? Du hast ich nehme den zweiten Tyralan, ja. Mit einem anderen Priester, okay, weil ich kann nicht Dark War frei, okay, während ich der Schild. Dann legen wir los. Ich möchte zu, also, ja, der mit dem Mount. Also Langbart von Tyralan. Es geht los. Wolleck. Just, bleibst du stehen, wo du bist? Ja, jetzt hier bin ich. Hier bleib. Uff! Bitte einen anderen Ziel nehmen, nicht meinen. Meiner ist zu weit hinten, das ist blöd wegen dem Ziel. Nehmt den von Aria als neues Ziel, nicht meinen. Nehmt den von Aria, bitte. Das sind kleine Kasachen. Aria seinen. Das Loll, ich bin schon tot. Schmeißt Groupies, Leute. Ich kann nicht das Bär. Kali, du bist gleich tot. Ja, die machen AOE Shadow Bolts. Schaden durch. Komm, halt die Leute. Halt die Leute. Engagiert euch. Hört auf zu quatschen, halt die Leute. Erster Down. Tyra, zieh deinen ein bisschen weg jetzt. Zieh den auf meine Position. Sobald einer steht, hier teilen sich alle anderen 3 voll. Okay. Boah. Boah. Zweimal Leute, ihr müsst mir auch die Gruppe heilen. Priester heilen die Gruppe, die machen nicht viel Damage. Paladin kann locker hier den Tank alleine heilen. Die machen ja 3000 aus. Hab Shield wohl an. Der Alarm braucht auch viele Leute. Einer reflektiert hier immer. Oh, ich hab wirklich von 2 abgekriegt, ne? Super. Warte bitte, schieb die Raider an, bevor du solche Cooldowns verschwendest, Natalia. Bah! Drass ist tot. 30 Leute alle sind schon tot. Okay, ich habe einen Loot. Wir schauen mit dem Rücken in die andere Richtung. Okay, auf geht's. Ah, genau. Langbart schießt, dann ist am nächsten. Jetzt mache ich wieder einen Bodypull. Lars, dein Ding will ich. Langbart, pull mal bitte dein... Hier hast du einen Kamin. Gut, bei dem einen seht ihr jetzt schon, der hat Dawn. Das sieht man ja sofort. Detect Magic mal drauf, bitte. Noch lol, wie ist das, sorry, sag. Scheiße, fuck off.
meiner ist der mit dem AOE. Das steht dabei, wirkt in regelmäßigen Abständen Schattensturm. Mein Dornen. Okay, das heißt, meiner ist eigentlich... Machen den mit den Dornen als erstes kaputt. Also da, wo das Jäger mal drauf ist, haut den um. Ash, das ist einer, genau, wie Ash einer schielt immer noch auf den mit dem Mana-Brand. Weg da. Wer ist der Ash? Mit dem Jägermann. Ich weiß, halt mich mal. Dann geht raus aus dem Lager. Tyralern, geh bitte mit deinem zurück. Geh mit dem ein bisschen an die Wand. Das ist der heftigste, den machen wir zuletzt. So, jetzt. Den hier würde ich sagen. Den. Halt mit gut. Hier steht. Ja. Der hat auch Dornen und regelmäßiger Mann. Naja, er hat eben das, was der andere hat. Das haben die alle drei jetzt. Druff hat. Druff heilen bitte. Halt Druff. Dürreland tot gleich. Dürreland hochrennen. Anregen bitte. Ja, das ist jetzt sehr interessant, Heralon. Jetzt hast du gar keinen Arsch, Heralon. Leute, seid ihr unfähig zu heilen? Hector, jetzt heilen. Mit Mana kann man schlecht heilen, das. So, den hier nun. Den dort. Ihr seht den ausgewählten Ziel dort. Leute, dann müssen wir heilen. Es müssen unbedingt Tyralan und Bandagier hier. Nicht andere Leute heilen jetzt. Macht ihr halt, bandagiert euch oder sonstiges. Klatscht den Linken schnell weg jetzt. Schnell weg. Weg damit mit dem Arsch. Weg damit. Halt euch hoch. Bandagiert euch. Sauf Pop oder Heiltränke, wenn es sein muss. So, jetzt kommen nochmal alle, die wir gekillt jetzt haben, in einem. Also den jetzt noch heftiger runter als den anderen. Okay, Tyralan braucht massiver Heals jetzt. Und haut den jetzt weg. Konzentriert euch jetzt, Leute. Da, wie hat's geschrieben? Bei den Shadow Balls geht Max Rain. Ja, sehr schön. Kommt, Leute, haut den weg. Hey, heilen. Halt Tyralan. Tyralan ist gleich tot. Tyralan ist gleich tot. Tyralan ist gleich tot. Halt Tyralan, Leute. Der hat... Oh mein Gott. Schön gemacht, schön. Lecker nicht immer und schau mal auf unser Mana draus. Ja, das mit dem Mana, das war mein Fehler, sorry. Den hätte ich als Letzt killen sollen, den mit dem Mana Drain. Das ist noch heftiger als die Shadow Ball. Halt mal bitte nett, die stirbt gleich. Und sieht's nach dem Loot aus. Rest mich bitte, ich hab 4 Loot. Ich finde den Ring voll scheiße, der bei Bock getroffen ist. Okay, hier war nichts drin, der leuchtet bloß blöd. Okay, wir haben hier... noch einen gelben Tirai-Resonanzkristall. Wer ist vorne?
Jo, grad. Okay, und es geht natürlich weiter, da gibt es noch zwei Loots. Okay, whatever das ist, ich nehme es einfach mal. Oh, und wir haben noch ein Loot. Das ist was für ein Chance. Ein Dornquelle-Resonanzkristall. Das ist grad nett. Das ist irgendwie ein bisschen lächerlich, dass wir uns mit Kind DKP machen. Aber nochmal genau denselben Shit. Seid ihr fertig, dann pull ich den direkt. Warte kurz mal, warte mal, warte mal, warte bitte, warte bitte. Ich bin noch nicht, ich habe nicht deinen einzigen Buff drauf, sei es. Okay Leute, ihr geht jetzt alle raus an die Wand. Alle an die Wand. Hier hinten an die Wand. Alle. Alle hier an die Wand. Leute, geht ihr wieder zurück alle? Okay Leute, das ist wieder so ein kleiner Boss-Mob, den müssen wir wieder Mana absaugen, Paladine heilen, der Rest ist denke ich mal klar. Kriege ich bitte SDK? Danke sehr. Okay, sei, kannst den pullen. Dürfen wir noch Mana finden, bitte? Bitte, zwei, warte mal eben. Das zweite ist... Kämpft doch eh einen Katzen vor, Mora. Echt. Aber ich mach mir jetzt einen Boss von kommen. Ey, wir sind weg, Mora. Ey, Mora, wehe, du brichst das ab. Mana Drain, Mana Drain, der hat nicht schlau. Jojo. Die sind ja schon easy going, wenn man es erstmal weiß. Warte mal ab, wenn da von 3 oder 4 kommen auf einmal. Okay, der hatte nicht. Da ist gleich der nächste. Hält die Hold. Schön alle zurück. Ah, die geht zurück. Leute, hier möchte ich absolute Konzentration. Wenn ihr hier nicht aufpasst, fliegt ihr aus dem Reif. Jetzt scheiß auf den Vogel, hol erstmal die Fischer. Der geht ja eh da oben lang jetzt. Noch mal noch zu holen können wir nicht. Dann müssen wir zuweilen. Ne, seid ihr es? Vielleicht können wir dann die zwei Typen, die AOE haben, hier hinterm Tor tanken. Dann steht der Raid in der Line of Sight. Wir warten auf diesen Obsidian für mich. Der kommt jetzt wieder zu. Wenn der immer solo kommt. Wenn nicht, dann machst du halt nichts hier rein. Nice, der kommt solo. Meiner Brand. Support Train. Erstmal antanken lassen, bitte. Passt schon, diesen Spotball, das ist kein Ding. Außerdem müssen wir sofort drain. Der kommt ja schon an mit 30% oder so.
die sind ja mal echt läppsch. Na gut. Und ein Mount. Und ein Mount. Nächster Mount. Lol. Grün. Oh, Chainsaw. Nee, da war ich nicht. Ich glaube, Chainsaw ist vorne, wenn du mich nicht täuschst, richtig? Ja, warte, ich mache im Standing. Du hast Chainsaw, du hast heute um offen gelbes. Du hast, kann ich dir mal was sagen? Als ja, Frage, dass ja. Mit den ganzen Aufschreiben mach nur DKP draus, sonst hast du eine halbe Arbeit genickt. Weil jeder irgendwann haben wird. Und guck mal, wie schnell wir an die kommen. Bei jedem Mob ist eins drin. Da ja, aber wenn die wirklich 1000 Gold beim Vendor kosten? Das glaube ich nicht. Dann mache ich mir die Arbeit. Also mach doch einfach mit DKP, dann haben wir auch nicht die hohen Dinger, dann ziehst du ein bisschen ab, ist okay. Eben. Also Chainsaw ist auf Platz 10. Okay, das interessiert doch. Kommt Leute, macht mal Gas jetzt! Was ist das? Die droppen bei jedem Mob hier, die Scheißdinger. Ja. Stellt euch bitte so hin, wie wir eben standen, würde ich sagen. Alle an die Wand und wir stehen hier wieder in der Reihenfolge, die Krieger. Geht alle an die Wand, Leute. Alle an die Wand. Und jetzt und? Konzentration, das sind 4 Anubisats. Die sind schwer. Was? Ich könnte so die nicht. Was? Könnte die nicht hier draußen vielleicht tanken und dann nur die, die mir Killen hier durch das Tor bringen, dann kriegt der Raid vielleicht gar keinen AOE-Schaden ab. Ja, ich glaube, die Heilung super. Nicht. Wieso? Es gehen einfach 3 Heiler jeweils mit für jeden Tank. Das müsste doch klappen. So viel Schaden machen die ja nun wirklich nicht. Ja, wir machen die Shadowball schon. Und die Heiler müssen sich auch noch selbst heilen. Das ist das Problem. Alle Presets, zack, zack, Schattenwaffen. Komplett. Hopp. Es muss in einer Minute durch sein. Gruppe von den Tents hat noch keinen Schatten. Los. Ja, meine Gruppe steht so weit auseinander, dass das nicht so einfach ist. Sind alle out of range. Hier haben wir noch keinen Schatten. Danke. So, wer noch keinen Schatten hat, kann mich anrüsten. Haben wir. Wenn du. Okay, wo tanken wir die jetzt? Ich möchte jetzt eine klare Antwort. Hier in diesem Torbogen oder außerhalb des Torbogens? Wenn wir es dann eh schon, dann würde ich sagen, wir pullen die ganz zum Eingang, wie wir die anderen 4 auch gekillt haben. Das ist dann wohl am einfachsten, weil hier kriegen, kommen wir auf keinen Fall auf Max Range, wenn wir die hier rausholen. Okay. Also ja, weiter gut. Zurück. Wir können doch hier stehen bleiben, oder? Wir brauchen doch nicht alles ganz zurücklassen, die Tanks. Doch, kommt ganz zurück. Machen wir wieder den ersten Pull, ist einfacher. Soll ich jetzt mal holen im Bett? Ja, mach einfach. Ja, dann die Jäger jetzt. Mal, oder? Und vergesst bitte nicht, da die Pack Magic drauf zu machen. Auf jeden. Leute, ja. Und bitte hört auf jetzt mit dem Gechat-Poster, sondern seid hier bitte konzentriert bei der Sache. Es geht los. Okay, Leute, was ist das? Da hatten wir Mana. Klingt ihm schnell mal raus. Ist erwünscht. Lauf raus. Fuck. Nee. Wo kommt der denn hin? Nein, was war das denn? Ist so schnell gespawnt oder was? Vielleicht spawnen die super schnell. Man muss erstmal die 4 Viecher machen. Vielleicht mal patrouilliert der deswegen. Vielleicht sind sie deswegen so einfach. Kann sein, dass sie so in, weiß ich wie viel. Sub. Und bitte Snack. Keine Horlakin, lass die einfach stehen. Einer steht noch am Eingang. So werde ich das richtig. Das ist wieder Drachenfight, Gestum. Wenn wir den unter Kontrolle halten, wenn der 12.000 Damage macht? Der 12.000 werden es nicht sein. Auf jeden Fall war es so, dass ein Warlock auf dem Test-Server hat, der mich umgeschmissen hat. Okay, also im Prinzip eigentlich ein bisschen wie die Drachen, die wir gestern gemacht haben.
Ich habe gerade Rasen gefragt, die Arcane-Explosion macht ca. 1600 Schaden. Ja, rauslaufen kann man sie nicht, weil die kommt zu schnell. Also die werden sich die ganzen Schurken und so weiter abfangen. Wie wir stehen bei dem Kampf, möchte ich noch sagen, also der Main-Tag tanken genau da, wo er steht. Und die zwei Schatten, also die zwei Ebenbilder, die er dann spawnen, werden rechts und links. Ich klicke es mal auf der Karte. Hier auf den Podesten getankt. Und der Raid teilt sich am besten auf. Die Ungeraden laufen links hoch. Und die Geraden laufen rechts hoch auf die Treppe. Und tun dann vom obersten Stockwerk runterheilen und runterschießen. Bekomme ich bitte ein A für den Mod? Gerne, Herr Nolan. Für Anklage gibt es keine Mods. Natürlich, okay. Ich habe Glas, komplette Mod ohne. Also, The Raid steht hier oben. Habt ihr es gesehen, Leute? Hinter ihm. Die ungeraden Gruppen. Wo stehe ich, Lars? Wo stehe ich? Du stehst da unten, Main Tank. Du tankst schon genau da, wo er gerade steht. Okay. Also hört nur kurz zu, und zwar, ihr kriegt von mir jetzt auch gezeigt, wenn er funktioniert, Arcane Explosion Warnung, wahre Erfüllung die Warnung und Abbilder die Warnung. Okay. Also Leute, ich weiß nur, dass Pock gerade gewiped ist, weil es ein Nubis-Viecher, diese vier, die wir so gerade gekillt haben, dass die bei denen gerade wieder gespawnt sind. Mitten im Bossfight drinnen. Scheinen ja auch eine nette Respawn-Time zu haben. Ich denke mir, dass die auf dem alten Vorteil noch in der Kernhinde liegen. Dann macht mal hin, die ersten sind auch die zwei Abbilder. Man zwei, ihr habt gehört. Linke Seite, genau, links hoch, rechte Seite, rechts hoch. Tanken, genau. Fertig aus, go. Los. Der eine spawnt in der Warten wir kurz einfach noch schnell klar, wer Main Tank tiefer. Welcher Tank die Betty? Ja, kommt ein Stück tiefer, weil der eine kleine, hässliche wird gleich respawnen, denke ich mal. Gehen doch eh hoch. Es muss jetzt nur einer von den Tanks hochladen. Na gut, dann gehen wir hoch, Leute. Machen wir ein, zwei, komm. Okay, ich gehe rein, gell? Okay, geht los, Leute. Ihr wisst, wo ihr hingeht, ich gehe los. 5, 4, 3, 2, 1 und komm. Also ungerade, schön mich rein. Gerade rechts hoch. Gerade einfach mir hinterher. Gerade mir hinterher. Und ungerade läuft mir hinterher. Der Rest hält dir hinterher. Hoch, hoch, hoch. Ja, von hier oben. Damage go. Was? Terrorly schieben. Ist auch der Flame. Michael, oh mein Gott, Terrorly schieben. Das dreh dich rein. Das dreh dich mal rein. Die müssen geschiebt werden. Die müssen geschiebt werden, bitte. Die müssen geschiebt werden. Perfekt. Mein Gott, wie lange dauert das Schieb denn? Wir sind oben. Schlaft ihr, Magier? So, bei 75% spawnt jetzt zwei Trugbilder, wie der Drachen gestern. Die werden auf den Podesten links und rechts oben getankt. Gut, dann sagt jetzt, wer die tankt. Der hat noch 5%. Achtung, Mirande schieben. Aber fix. Genau da werden sie jetzt getankt. Da tankst du. Verschwinden die dann die, wieder, oder was? Genau. Und jede Gruppe, ungerade nimmt die und gerade nimmt die. Es sind gerade zwei Länder am Agro gebrochen. Meine Fresse, wer bricht denn die Agro von euch Deppen? Schieb, Kardinal. Bin tot. Er läuft 40%, der geht down. Der geht heute down, down. Definitiv. Der wird schwer. Da, Jungs, da waren zwei Jägermale drauf. Ja, das darf nicht passieren. Ich verstehe das nicht. Du musst das mit den Druckbildern nochmal kurz erklären, bitte. Wie ist denn das? Die müssen die getötet werden. Ja, genau. Ja. Die Druckbilder werden sofort aufgetankt. Also die werden aufgetankt und dann sofort vom Raid down gefokust. Eins nach dem anderen. Okay, siehst du, ich habe mein Feuer weiter auf den Boss gehauen.
Ja, nee, das ist total Schwachsinn. Die Druckbilder halten circa nur ein Zehntel vom Boss eigentlich aus. Die sind sofort down. Die muss man nur kurz mit allen fokussen und die fallen um. Was ich vergessen habe zu sagen, die was in Mind Control kommen, einfach schieben oder Paladin stunnen, das reicht auch schon, das halten nicht so lange. Wichtig ist einfach nur irgendwie kurz stunnen oder außer Gefecht setzen. Gut, dann ganz kurz. Wer tankt denn links das Add? Also wer tankt denn ungerade das Add? Tyralan tankt ungerade und Aria tankt gerade. Ja gut, dann sagt halt Tyralan ungerade, du sagst, wann da Damage Go ist auf das Add und rechts sagt das dann halt Aria. Ich denke, das ist auch noch ganz wichtig. Und okay, das alle muss besser funktionieren. Sobald jemand sagt, ich bin scharf, dann muss er sofort geschiebt werden. Ich bin übernommen oder was man da ist. Jetzt mal eine Frage an euch. Habt ihr irgendwas auch gezeigt bekommen, modmäßig? Ja. Ja. Gut. Aber der konzentriert, der geht heute down, ohne Problem. Du darfst dich aber nicht bewegen. Ja, die Viecher respawnen immer, solange bis man Cartoon bekämpft hat. Okay, kurze Frage. Diese Trugbilder, wie viel muss man da töten, bis der Bosskampf weitergeht? Na, beide. Der geht doch so weit. Er geht eigentlich sofort weiter. Der Boss kämpft weiter mit dir, nur es sind halt die zwei Druckbilder da und die beiden müssen weggefokust werden und alle 25% spawnen zwei neue. Achso, okay. Und bitte Leute, brecht mir nicht die Agro vom Boss. Lindes hatte die vorhin gebrochen. Ich weiß. Ja. Hanne macht und Pyroball for the win. Ich mache voll der Gimp eigentlich. Also Leute, kommt rein, durchbuffen und bereit. Fehlen aber noch ein paar Leute, müssen in den Stand. Also wenn wir den heute machen, können wir morgen nochmal machen. Das mit den Shadow Balls und Frost Balls, warum klappen das nicht? Ich hab das vorher nicht mitgekriegt. Kadi, bist du da? Ja? Das war eine Fähigkeit von dem Boss, dass der gegen Frost und Schatten reflektiert. Achso, okay. Ich war auf Toilette und bei jemandem auf Folgen, aber der hat mich irgendwo abgehängt. Gänse auf Buffy Birds auf deinem Mount rumzupfen. Sind jetzt alle da? Ja, jetzt schon. Hat eine Reagenzin, sind alle. Boah. Ja, es gab keine Möglichkeit, Bälle zu kaufen. Ich bin dafür, dass nochmal jeder jetzt 5 Minuten AFK geht, vielleicht nur ein halbes Stündchen Nickerchen hält. Dann machen wir irgendwann so gegen 12 weiter. Dann ist wenigstens okay. Spawn, dann lohnt sich das. Oder? Komm, lass uns wirklich ein bisschen Gas geben. Heute können wir wirklich noch einen Server-First-Kill machen, wenn wir uns ein bisschen zusammenreißen. Komm, wir können das doch. Das Problem ist, dass 30 Leute da eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Doch, die haben auch Bock. Das stimmt. Kein Stress, aber lass uns einfach zügig weitermachen. Jetzt ohne AFK gehen, ohne Raucherpause. Zack, gibt keine hier Raucherpause. Hier denkst du, durchwaffen. Okay, machen wir gleich Zielzuweisung, Waffen könnt ihr währenddessen. Wir positionieren uns wieder wie gehabt, die vier Krieger. Kommt Leute, wir können jemanden Chat zu Reagenzien, dass er buffen kann. Bitte. Bitte, Paladine, seid so nett und gebt Chain zu Reagenzien. Shadow durchbuffen. Hopp, bitte zuckig, bitte, bitte. Okay, habt ihr Chain zu bitte die Reagenzien gegen den Paladin? Danke, Vater. Lass dein Wichtler dir auf. Kommt Jäger vor, zum Polen jetzt direkt. Okay, Heldi wird die Ziele zuweisen, bitte Krieger bereithalten. Die Bolzen sind ja wirklich nicht schwer, habt ihr ja gesehen, wie das geht. Ganz links ist Dietra, hinter der Mauer. Welcher ganz links hinter der Mauer? Den da?
Nee, noch einer weiter links. Noch einer. Okay, hab ihn. Ja, stimmt. Die Obsidian-Statue spawnt gleich. Ja, dann pull. Lang, zurück da, Ethisch, schnell. Ja, immer mit der Ruhe. Hi, Drug Ross. Mortal Strike. Lannert Don. Den zuerst. Da wurde. Nimm mal bitte das Jäger mal darunter von dem, von Tyralan. Obwohl, ne, den könnt ihr auch zuerst machen, ist eigentlich Wurst. Aber bitte einen Jäger mal. Den von Tyralan zuerst am besten, der den Dorn. Okay, dann setzt den Jäger mal drauf, alle auf den von Tyralan. Achtung bei Darkwarf, Heil. Der macht einen üblen Mortal Strike. Ich hab Darkwarf. Das macht wohl jeder Boss Mortal Strike, wenn der von Darkwarf tot ist, gleich. Eben, deswegen der von Darkwarf irgendwie zum Schluss, wenn es geht. Ja, ich heile Darkwarf und bin nicht anders. Aria. Ja, die Kombos auf jeden Fall. Es hat keine AOE Shadow Bolt von denen. Ja. Keiner Mana braucht die, sind eigentlich alle easy. Außer der eine, der macht üble Mortal Strike. Die sind schon deftig rein. Achtung, der von Aria, dann sie sind Dämon. Jakob recht. Ich finde, dafür von Darkwolf wird es nicht schön sein. Wuderfall und MS. Mortal Strike, gut abhalten, danke. So und nur so macht es im Hotel. Okay, schnell bitte Leute. Ich verteile das einfach jetzt an Personen, einfach so schnell. Okay? Seid mir nicht böse, muss einfach zügig gehen. Wir haben einfach nicht die Zeit zu verlieren hier. An dem ersten. Mach einfach an den, der als erstes Plus geschrieben hat. So Leute, ich wollte direkt den Obsidian Vernichter hier, okay? Dann mach das mal im Pet Held am besten. Nee, ich pull ihn jetzt so. Kommt alle hier vor zum ersten Tor. Kommt hier, alles was Mana bauen kann. Go, 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 go. Kann den einfach looten. Darf ich den nehmen? Wurde der mir zugeteilt? Ja, nehm ihn. Der wurde dir zugeteilt, aus dem Inventar voll. Mana Brand, mehr Mana Brand, viel mehr Mana Brand. Ja, genauso schnell. Es geht ja schon eine Avi, komm zurück, Mann. Avi, komm zurück. Avi, hopp zurück. Oh fuck, man dismounted dann, wenn man im Kampf ist. Hoffentlich hauen sie dich um. Ja, eben, deswegen. No. Steht doch drauf, wenn du mal lesen würdest. Exakt. Jox ist tot, super. Jox, reinlaufen. Doch, was mit deinem normalen Mount. Ja, was meinst du? Abi geht zurück, Abi geht zurück. Alle Priester gehen zurück, ihr Priester habt dort vorne nichts verloren. Ah, ich weiß. Ach, im Mond. Okay, wir sind da drauf. Konzentration jetzt.
Jeder hat sein Ziel vor sich hier. Der eine hat Mountain Strike. Schloss, renn nicht so weit weg. Komm ein bisschen zurück. Ja, so fast. Der Deckmatt. Also, der von Tyrolan. Nein, das will ich nehmen. Ich guck grad noch, was wir haben. Im einen fehlt noch Detect Magic. Ja, da, der hat, nicht, der hat kein Detect Magic. Der hat so Flecken drauf. Drauf. Mach doch bitte Detect Magic den auf dem Handelsmark. Machen wir den zuletzt. Geht nicht jeder nicht drauf, den mit dem Handelsmark. Reflection hat der. Mach den mit dem Handelsmark, der jetzt das Handelsmark hat. Den bitte. Lag ich doch den Wichtel ein bisschen weiter vorne.